Aber Berli, was hat sie? Was ist? Das ist nicht normal. Und Taublume ist auch auf einmal krank. Vielleicht haben sie den Rhododendron gegessen. Nein, das hätte ich bemerkt. Ich war wachsam. Ja. Rico? Rico, was hast du denn? Mein Bauch tut weh. Oh nein. Papa, es tut weh. Alles wird gut, Rico, mein tapferer Junge. Und? Was glaubst du, was es ist, Martha? Tja, ihre Bäuche sind stark geschwollen. Lass mich nach dem Jungen sehen. Er ist oben. Ich bring dich zu ihm. Schon gut. Was hat denn mein großer Junge? Es fing an, als wir zurückkamen, zur gleichen Zeit wie bei den Ziegen. Nun, es deutet einiges auf eine Vergiftung hin. Was hat er heute gegessen? Das gleiche wie sonst, wenn wir auf die Weiden gehen. Brot, Käse und Pökelfleisch. Aber das hatte ich auch und ich fühle mich gesund. Dann hat Rico höchstwahrscheinlich das gleiche gegessen wie die Ziegen. Was könnte das sein? Der Brunnen. Sie haben dort alle etwas getrunken. Also wird wohl etwas im Wasser gewesen sein, das für Mensch und Tier giftig ist. Doch was? Sonst ist das Brunnenwasser kristallklar. Könnte es jemand vergiftet haben? Wer würde so etwas tun? Ich glaube, ich weiß es. So? Theresa! Ich weiß, was du getan hast. Theresa! Geh weg! Ich will dich nicht sehen! Wieso tust du das? Dein Großvater wollte Papa mit einem Baum erschlagen, als Rache für die Lawine. Das stimmt nicht. Das war ein Unfall. Großvater würde sowas nie tun. Wenn meine Mutter das sagt, dann stimmt es auch. Du musst mir helfen, Theresa, damit Großmutter ein Heilmittel finden kann. Mach auf, bitte, Theresa. Nein, das habt ihr verdient. Eure Ziegen sind mir egal. Und Rico? Ist er dir etwa auch egal? Rico? Ja, er hat auch aus dem Brunnen getrunken. Und jetzt geht es ihm nicht